lieber Widder, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns die nächsten 3 Monate uns anschauen. Ja? Was könnte auf dich zutreffen? In welcher Energie könntest du dich befinden? Also ich würde sagen, so bis zu Ende Dezember, ja, können wir schauen, was dich erwartet. Ja? Also das ist jetzt hier allgemein. Ich schaue jetzt nicht irgendwie Liebe oder Beruf. Wir schauen einfach mal, was die Karten sagen. Wir lassen die Karten reden, ja? Okay, also wir haben ja Oktober mittendrin, dann November und Dezember. Also ungefähr, ich würde auch sagen, bis zu Januar könnte ja auch gut möglich sein, dass diese Situation sich entwickelt für dich. Okay, und es ist auch wichtig, hätte ich jetzt fast vergessen, lieber Widder, achte bitte auch auf deinen Aszendent, Mond und Venus, weil die spielen auch eine große Rolle. Und hier ist die Karte schon selbstständig. Diese Karten sind wunderschön. Wow! Also was erreichst du, lieber Widder? Und zwar, du wirst Schwierigkeiten überwinden. Du schaffst es, an die Sonne ranzukommen. Das ist metaphorisch gemeint. Du steigst diese Treppen von dunklen Zeiten. Hast du jetzt Probleme, Schwierigkeiten, ob das beruflich ist, in der Liebe? Das ist die Energie, die rauskommt für diese nächsten 3 Monate. Also du kannst deine Schwierigkeiten schaffen. Du schaffst es, rauszukommen von schlechten Situationen. Ja? Diese Dinge, die wir nicht lösen können und irgendwo keine Lösung finden, ist immer eine Lösung parat da. Ja? Also dich erwartet die Lösung. Lieber Widder, egal was es ist, in jeder Situation, wo du dich befindest, du kannst es wirklich umsetzen, wortwörtlich, weil diese Karte sagt tatsächlich, du bist in einer Situation, die wirklich unangenehm ist, vielleicht auch mit Krankheiten verbunden, Depressionen, Situationen, die mit anderen zu tun haben. Weißt du, wenn du da stehst und du nicht helfen kannst, Familienmitglieder, das ist auch scheiße, ja? Also da fühlst du dich auch hilflos. Aber die Situation zeigt dir genau, dass du das schaffen wirst, dass du eine gute Zeit haben wirst. Ja, das ist klar, Höhen und Tiefen gibt es immer, aber du kommst aus einer Situation raus. Ich drücke dir die Daumen, lieber Widder, wir schauen weiter mit den What's the Tea Orakelkarten. Lass uns mal schauen, was es hier auch gehen könnte, was die Karten uns zeigen. Guck mal, was du herausfindest, ist die Menschen, die lügen um dich. Die Menschen, die keine Fakten bringen. Die bringen nicht die Fakten. Das sind Menschen, die keine Beweise bringen, nur Lügen. Oder es kann auch gut sein, dass du hier Menschen um deine also in deiner Gegend, zum Beispiel, ich sage jetzt nicht ganz, dass du den Kontakt abbrichst, aber es kann gut sein, du entfernst dich. Weil diese Menschen erwarten von dir etwas, aber sie geben nichts. Sie lügen, sie bringen nie Fakten. Es kann auch gut sein, du hast mit Menschen zu tun, indem du Gefallen machst. Aber diese Menschen machen kein Gefallen für dich. Diese Menschen sind nicht fähig, etwas für dich zu machen. Ja? Dann kann es aber auch gut sein, du hast irgendwo nie die Beweise gehabt für diese Menschen, die lügen. Kennt ihr das? Wenn man weiß, dass diese Menschen lügen, man spürt das. Also ich bin ein Mensch, der sehr intuitiv geht. Also wenn meine innere Stimme sagt, dieser Mensch lügt, dann glaube ich meiner innere Stimme. Aber es gibt Personen, die sagen, ich brauche Beweise. Das ist klar. Du brauchst Beweise, um auch dich zu entfernen. Weil du kannst jetzt nicht sagen, meine innere Stimme hat gesagt, du hast mich angelogen. Also der wird dich anschauen, so, hä, was labert die oder was labert der? Aber es ist wie, wenn du auch Beweise finden könntest, dass diese Menschen dich anlügen. Hinter deinen Rücken agieren, lieber Widder. Das könnte hier auch diese Schwierigkeiten sein, indem du sie lösen tust, ja? Dass du endlich Fakten auf dem Tisch hast. Sehr schön. Okay, schauen wir mal weiter. Meine geliebte Keeperskarte, die ich schon längere Zeit nicht mehr gefunden habe. Was heißt gefunden haben? Nicht benutzt habe? Genau, guck mal, was hier ist. La Donna Madura. Wow. Guck mal, das ist so. Das ist
das, was ich sage. Es geht hier um familiäre Schamgelegenheiten. Vielleicht machst du dir Sorgen um eine Mutter, um eine ältere Schwester. Oder du hast ein Problem mit deiner Schwiegermutter. Du hast hier ein Problem, das könnte auch gerichtsmäßig sein. Okay, da fliegt etwas. Ich habe jetzt gedacht, ich habe mich richtig erschreckt. Ich habe das jetzt irgendwie, ich war richtig drin in der Legung. Das war jetzt eine Mücke. Ja, Leute, es gibt noch Mücken. Ah, die ist da oben. Okay, danke. Willst du zuhören? Mach das. Ja, das kann ja eine Rechtslage sein mit jemandem, eine Chef, eine Arbeitskollegin, also eine Chefin, es geht hier um eine ältere Dame. Du könntest diese ältere Dame sein, die endlich Gerechtigkeit bekommt. Also hier geht es wirklich um die Gerechtigkeit. Ich würde sagen, das ist wie wenn du jetzt sagst, ich warte schon längere Zeit auf so ein Erbe, Dokumente, ein Haus, ja, und ich habe dieses Haus geerbt, zum Beispiel, ja, aber keiner bringt die Beweise, oder das ist wie wenn du, falls du jetzt, es geht ja wirklich um eine Immobilie und du hast Schwierigkeiten etwas zu beweisen oder irgendwo zu zeigen, dass du im Rechten bist, könnte hier etwas kommen, aber es dauert. Es ist nicht eine Situation, in der du von heute auf morgen rauskommst. Also das kann ich sagen, aber du wirst hier von dieser Straße wieder rauskommen und zwar von diesem Wald. Du bekommst hier die Lösung. Du wirst hier rauskommen, aber das wird dauern. Das ist nicht eine Situation, die von kurzer Zeit ist. Es kann aber auch gut sein, es geht hier um eine Mama, es geht hier um die Familienmitglieder, es geht hier um einen Erbefall, in dem wir endlich mal Recht haben wollen, oder Scheidungsfall. Dass du jetzt sagst, ja, ich bin gerade in dieser Scheidung mit meinem Mann, mit meinem Ex-Mann, kann man so sagen, ja, oder Ex-Frau, weil das kann ja auch gut sein, es geht hier um diese Frau, um diese Dame, du bist ein Widdermann und du willst dich endlich scheiden lassen, aber irgendwo gibt es immer Hindernisse, es geht irgendwo nicht weiter, dieses Scheidungsfall, ja. Solche Situationen sehen wir hier, weil es geht hier auch um Häuser, Immobilien, Familie, Stabilität, Geld, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wie wenn du jetzt auch sagst, es hängt sehr viel ab von dem, was der, wie sagt man das jetzt, Richter sagt. Zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Lieber Witter, bitte setze es um, ob du jetzt eine andere Situation hast und die Gerechtigkeit findest du, eine Lösung findest du durch eine andere Dame auch. Das kann ja auch gut sein, das ist eine Anwältin, eine ältere Anwältin, die dir helfen kann, die die Situation sehr gut managt, weil das ist auch klar, ich denke, die Anwälte sind nicht alle gleich, das ist etwas, was auch sehr wichtig ist, wen suche ich aus, um mich zu repräsentieren, ja, da müssen wir uns das sehr gut überlegen, weil es wird eine Situation sein, die dich in die Länge zieht, aber es ist eine positive Situation für dich, weil du kannst dich endlich befreien, hier kommt die Befreiung, hier bist du nicht mehr in diese Schwierigkeiten. Hier kommst du raus, ob das jetzt, wie gesagt, beruflich ist, eine berufliche Situation. Aber auf jeden Fall hat es ja auch irgendwo mit dem Gesetz zu tun. Das Gesetz spielt ja auch eine große Rolle. Ja, das ist schon wichtig, auch mit Häusern, ja, Immobilien, aber auch Erbefall. Also ich denke, es hat auch sehr viel mit Erbe zu tun. Ja? Okay, jetzt gucken wir uns die Sternzeichen an. Einen Augenblick, ich habe sie nämlich auch hier. Sie holen, mit welchen Sternzeichen, das kann aber auch noch eine Hilfe sein, dein Aszendent, Mond oder Venus. Mal schauen, also in den nächsten 3 Monaten, was auf dich zukommt, ist eine Befreiung, eine Erlösung von deinen Problemen. Eine Situation, die du überwindest, vor allem rechtslagemäßig, eine Situation, in der du auch eine Unterschrift geben könntest, eine wichtige Unterschrift, ja. Widder zu Widder, okay, sehr starke Energie, sehr stark. Also ich sehe hier eine Kämpferin, ein Kämpfer, der nicht aufgibt. Alle Luftelemente, Zwillinge, Waage, Wassermann, vielleicht ist hier deine Ex-Frau oder dein Ex-Mann, Wasser, also du hast hier alles, Wasserelemente, Krebs, Skorpion, Fische, eigentlich brauche ich sie gar nicht zu sagen, aber ich sage sie trotzdem, weil ihr wisst das schon, ne? Ihr seid sehr gut in dem Krebs. Und hier geht es auch um den Vollmond, den wir bald haben, diesen Supermond. Das ist auch noch ein wichtiger Input. Ich habe gemerkt, seit dieses Sonnenfinsternis, wenn es mich täuscht, war es Sonnenfinsternis, wir hatten diese Portaltage,
Ganz viele haben etwas bearbeitet und ganz viele melden sich momentan, das ist wirklich wahnsinnig, und wollen wirklich an sich arbeiten, merken, woran habe ich einen Fehler, woran kann ich nicht weiterkommen, weil es an mir liegt, nicht an den anderen, das ist klar. Das Problem trage ich, aber das ist jetzt hier so, du wirst dieses Problem lösen können, ob du jetzt Hilfe brauchst von jemandem, eine gute Anwältin, eine gute Beraterin, weil es geht hier um eine ältere Frau, es kann aber auch gut sein, es geht hier um deine Mama. Deine Mama, die endlich mal Gerechtigkeit bekommt. Ne? Oder deine Schwester, deine ältere Schwester, eine Tante, eine Groß-, eine Oma sogar. Hier könnte es auch eine Oma sein. Das Hauptthema könnte hier Oma sein. Ja? Also diejenige, die eine Oma haben, oder es geht hier um ein Erbe, irgendeine Situation. Du machst dir Sorgen. Du hast nicht die Beweise. Also tatsächlich, lieber Witter, das ist wahnsinnig, wie das passt, weil hier sind auch Beweise wichtig. Und wir wissen ganz genau, wenn man in einer Rechtslage ist, braucht man auch Beweise, sollte man etwas vorbringen, ja? Okay, das war deine Legung, was dich erwartet, die Erlösung, würde ich hier sagen. Lieber Witter, toi toi, ich drücke dir die Daumen. Ich bedanke mich bei dir und du kannst dich irgendwann mal melden und mir ein Feedback dalassen, weil das ist klar, ja, es kann auch gut sein, du bist mittendrin. Die Situation ist hier und jetzt, weil wir sehen alles mit den Karten hier und jetzt. Es ist manchmal sehr schwer, in die Zukunft reinzuschauen, weil das Tendenzen sind. Weil wenn wir jetzt etwas ändern, ändert sich automatisch die Zukunft. Das ist immer wichtig. Wir leben zwar immer noch in der Vergangenheit und so entwickelt sich der Präsent. Deswegen sage ich immer in meinen ganzen Lebensberatungen, bitte seid präsent. Einatmen, ausatmen, wissen, wir sind hier. Wir sind hier präsent. Ich lege gerade diese Karten für euch, lieber Widder. Und je nach Situation setze es einfach um, ohne dich zu zwingen. Ja? Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Wie gesagt, toi toi, ich wünsche es dir von Herzen. Ciao!